Daniel, wusstest du eigentlich, dass Katrin beim Sex... Marco, ey, bist du wahnsinnig? Gib's zu, du lügst, Mensch. Du hattest gar nichts mit Katrin. Ich muss weg hier. Daniel stürzt aus der Toilette, doch Marco rappelt sich auf und stürmt hinterher. Während sie auf dem Flur weiterrangeln, fällt Daniel mit dem Kopf auf den Boden. Oh Gott, was habe ich getan? Erschrocken flüchtet Marco und lässt Daniel einfach liegen. In der Zwischenzeit macht Katrin sich immer noch große Sorgen, ob sie von Marco schwanger ist. Ihre beste Freundin Steffi hat darum einen Schwangerschaftstest besorgt. Gleich ist die Zeit um, gleich weißt du Bescheid. Oh, Marco, der hat mich total abgefühlt. Ich kann mich noch immer an nichts erinnern. Aber guck, der Streifen bleibt weiß. Nicht schwanger. Oh, Gott sei Dank. In diesem Moment kommt die intrigante Praktikantin Jessica aufgeregt in die Toilette gestürmt. Steffi, kommt ganz schnell mal mit. Daniel liegt bewusstlos auf dem Flur. Der blutet. Ist das schon wieder so eine Intrige von dir? Wir haben dich längst durchschaut. Nein, jetzt kommt schon mit. Auch Martin Wettergut hat Daniel entdeckt und ruft den Notarzt. Ja, Doktor, kommen Sie schnell. Wir brauchen Hilfe. Katrin kniet sich neben Daniel und nimmt seine Hand. Als er das spürt, kommt er langsam wieder zu sich. Katrin? Ja? Katrin, bist du das? Ja, bleib ganz ruhig liegen. Mir so schwindelig. Wie schwer ist Daniel verletzt? Kommt heraus, dass Jessica mit ihren Intrigen für den ganzen Streit verantwortlich ist? Und was passiert im großen Finale? Entscheiden Sie. So viel Liebe und Gefühle, du hast den Traum vom Glück.